Der Punkt C befindet sich auf der Geraden AB zwischen A und B, während D sich außerhalb dieser Geraden befindet. Das Dreieck ACD ist gleichschenklig in C und die Winkelöffnung A beträgt 32 Grad. Das Dreieck CBD ist gleichschenklig in B. Frage, wie viel misst der Winkel in B? Jetzt lesen wir das Ganze noch einmal und stellen es sofort geometrisch dar. Der Punkt C befindet sich auf der Geraden AB zwischen A und B, während D sich außerhalb dieser Geraden befindet. Also so. Der Punkt C liegt auf der Geraden AB zwischen A und B und D liegt außerhalb dieser Geraden. Weiter. Das Dreieck ACD ist gleichschenklig in C und die Winkelöffnung A ist 32 Grad. Also so. Der Abstand zwischen A und C ist derselbe wie der Abstand zwischen C und D und dieser Winkel am Punkt A hat eine Öffnung von 32 Grad. Das Dreieck CBD ist gleichschenklig in B. Also so. Diese Seite CB ist genauso lang wie diese Seite BD. Gefragt wird die Öffnung dieses Winkels. Da das Dreieck ACD gleichschenklig ist, müssen die zwei Basiswinkel gleich groß sein. Das heißt, die Öffnung dieses Winkels ADC beträgt 32 Grad. Da die Summe der drei Innenwinkel vom Dreieck ACD 180 Grad ergeben muss, beträgt die Öffnung dieses Winkels ACD 180 Grad minus 32 Grad minus 32 Grad. Das heißt 116 Grad. Dieser Winkel 116 Grad plus dieser Winkel, das ergibt 180 Grad. Also ist dieser Winkel BCD 180 Grad minus 116 Grad, also 64 Grad. Das Dreieck CBD ist aber gleichschenklig in B. Also müssen die zwei Basiswinkel gleich groß sein und deshalb muss dieser Winkel BDC ebenfalls 64 Grad messen. Die Summe der drei Innenwinkel des Dreiecks CBD beträgt 180 Grad. Also ist dieser Winkel dasselbe wie 180 Grad minus 64 Grad minus 64 Grad, das heißt 52 Grad. Und somit ist A die richtige Antwort. Wir werden auf eine weitere Frage der Mathe-Olympiade im nächsten Tutorial antworten.